meine Damen und Herren. Willkommen in der Hofburg. Meine verfassungsmäßigen Pflichten sehen vor, dass ich die vom Landtag gewählten Landeshauptleute auch auf die Bundesverfassung anzugeloben habe. Der Hintergrund ist, dass Landeshauptleute ja nicht nur für die Landesverwaltung zuständig sind, sondern auch für die sogenannte mittelbare Bundesverwaltung, also für jenen Teil des Bundesrechts, der nach den Zuständigkeitsregeln des BVG, des Bundesverfassungsgesetzes, von den Ländern zu vollziehen ist. Und diese Zuständigkeit erfordert die Angelobung der Landeshauptleute auf die Bundesverfassung. Und deshalb sind Sie hier, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, hier, um zu geloben, dass Sie die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten, so lautet die Formulierung, und Ihre Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werden. Meine Damen und Herren, ich kenne Niederösterreich sehr gut. Ich bin viel im Bundesland unterwegs, schätze die Menschen, die Geselligkeit, die wunderbare Landschaft, die erfolgreiche Wirtschaft, alles, was im Kulturbereich passiert, in den Museen, Festivals, die Internationalität des Bundeslandes, vor allem an den Orten der Wissenschaft und der Spitzenforschung, die sich im Land befinden. Und all das macht Niederösterreich zu einem nicht nur wunderschönen, sondern wichtigen Teil unserer Heimat. Die politischen Geschehnisse der letzten Monate, Wochen und Monate in Niederösterreich haben mitunter zu kritischen Reaktionen geführt, die weit über die Grenzen Niederösterreichs hinausgehen. Viele Menschen machen sich Sorgen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik, die israelitische Kultusgemeinde, Künstlerinnen und Künstler, Wählerinnen und Wähler und auch aus der ÖVP selbst haben sich verschiedene Spitzenfunktionärinnen und Funktionäre öffentlich zu Wort gemeldet und ihre Bedenken artikuliert. Ich möchte mich nicht verschweigen. Ich kann viele dieser Sorgen nachvollziehen. Es ist zweifellos zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, sich schlussendlich zu dieser Zusammenarbeit entschlossen haben. Und es sind ganz bestimmt wichtige, intensive Wissens- und Gewissensüberlegungen dieser Entscheidung vorangegangen. Erlauben Sie mir nur kurz festzuhalten, was neben vielen wichtigen Themen wie die Teuerung, die Bekämpfung der Klimakrise, einer zukunftsfitten Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Fragen des Wirtschaftsstandorts, die Gleichberechtigung der Frauen, eine faire und solidarische Sozialpolitik, Asylfragen, Migrationsfragen und viele andere Themen. Aber daneben, neben all diesen wichtigen Themen, gibt es zentrale, ich würde sagen, Gewissensfragen. Dazu zähle ich, meine Damen und Herren, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist für den Frieden und den Wohlstand unserer Heimat unverzichtbar. Wer mit der Idee eines Exit, eines Austritts aus dem gemeinsamen Binnenmarkt auch nur spielt, spielt mit der Zukunft Österreichs. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union darf daher nicht zur Debatte stehen. Ein solches Gerede schadet unseren österreichischen Interessen, gefährdet österreichische Arbeitsplätze und ist generell schädlich für eine positive Entwicklung unserer Heimat. Die Grund- und Freiheitsrechte, die Menschenrechte, Minderheitenrechte sind Teil unserer Bundesverfassung und daher besonders zu achten und zu schützen. Der Respekt vor den Institutionen der liberalen Demokratie, vor der österreichischen Bundesverfassung, vor dem Parlament, vor unserem Rechtsstaat, vor dem Verfassungsgerichtshof und der Respekt vor der vierten Gewalt im Staat, vor den Medien, muss außer Frage stehen. Fakten sind Fakten und nicht beliebig durch Fake Facts zu ersetzen. Wissenschaft und Forschung sind die Basis unseres Wohlstands und Fortschritts. Wir dürfen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht verunsichern, indem wir Dinge in Frage stellen, die wissenschaftlich schlicht und einfach erwiesen sind. Und es ist eine Gewissensfrage, dass unsere Jugend eine gute Zukunft hat. Alles, was unseren Kindern schadet, dürfen wir nicht zulassen. Und es betrifft auch und ganz besonders die Folgen der verheerenden Klimakrise,
Es ist nicht lustig, darüber zu sprechen. Das sind Überlebensfragen für die kommenden Generationen, für unsere Kinder und Enkel. Und last not least, meine Damen und Herren, der Nationalsozialismus mit seiner mörderischen Ideologie darf sich niemals wiederholen, nie wieder. Und dieses gemeinsame Nie wieder verpflichtet uns alle zu einem genauen und scharfen Blick, damit wir nie wieder in eine Situation wie in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts kommen. Schuldige suchen, Menschen herabwürdigen, Andersdenkende verhöhnen und verspotten, die Grenzen dehnen, das Unsagbare doch sagbar machen, immer ein Stückchen mehr an die niedrigsten Instinkte appellieren, immer noch ein bisschen mehr, sodass es vermeintlich nicht auffällt, was passiert, aber es fällt auf. Und viele Menschen in Österreich, aber nicht nur hier, werden sehr genau hinsehen, wie sich auch ihre Regierung, diese Landesregierung hier verhält, ob nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird. Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, nicht nur die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erwarten von Ihnen, sehr genau hinzusehen und alles zu tun, um antidemokratische, die Würde des Menschen verletzende, autoritäre Tendenzen rechtzeitig und entschlossen zu stoppen. Und ich möchte betonen an dieser Stelle, dass ich ja in den vergangenen Jahren viele Gelegenheiten hatte, Ihnen zu begegnen, mit Ihnen zu sprechen. Und ich habe Sie als kompetente und integre Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Sie Ihre herausfordernden Aufgaben gut meistern werden. Und ich wünsche Ihnen jeden denkbaren Erfolg bei Ihrer Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Meine Pflichten als Bundespräsident sehen es nun vor, Ihre Angelobung vorzunehmen. Sie werden dieses Gelöbnis, das ich gleich zitieren werde, durch Ihren Handschlag und Ihre Unterschrift bekräftigen. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Es ist also besiegelt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Angelobung von der wiedergewählten niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durchgeführt.